und dann diese Chance vergeben. Ein Feuer fiel aus Schlag beim Stand von 1 zu 2 und 7 zu 8, 4 zu 9 zu 7 für Nico Stöge. Aber so ganz zu Hause ist das Match noch nicht. Helmut Hampel sieht mit nachdenklichem Moment. Jetzt der Satzball bei Hendrik Fuchs. Toller Vorhandschuss. Möglicherweise braucht diese Partie einen fünften Satz. Der schmerzt. Und da ist es passiert. Da war dann am Ende doch die Luft raus. 3 zu 1 für Nico Kost. Sabine ist da. Sabine ist da. Ja, da ist ja nicht mehr nur fertig.
Mannschaft. Jessica Würmann mit einer schönen Verteidigung. Gegen Angelika Hoffmann. Gecoacht von Helmut Hampel. Der hier im Dauereinsatz ist. Und von einer Platte zur nächsten rutscht. Um seine Hessen zu motivieren und richtig einzustellen. Es geht wieder um den wichtigen Satzvorsprung zum 2:1. Gegen die Angriffsspielerin. Jetzt wird es schwer. Dass man sich erstmal einstellen muss. Sehr aggressiv, wie sie mit den Noppen in den Ball geht. Ja.
Der Zahn ist gezogen, wie so oft, wenn man bei 1-1 den dritten Satz knapp verliert. Gerade gegen Defensivkünstler. Dann wird man undiszipliniert. Verlässt seine Linie, seine Strategie. Riskiert unnötig, damit nicht liegen. Und dann geht's schnell dahin. Die Schiedsrichterlegende aus Nürnberg, Kurt Hetzer, viele, viele Jahre auch Vorsitzender des Schiedsgerichtes in Mittelfranken. Patricia Solia, die Schwester von Amelie, gegen Lutz. Ballmann gegen Kaiser. Baklanova. Neue Bälle braucht das Land. Katrin Mühlbach gegen Celta Dragas und Schiedsrichter am Tisch Karl-Heinz Hilder. Seit vielen Jahren in Bayern ganz oben Martina Eberhardsberger. Angelina Gürtz. In ihrer Schule und Jugendzeit jahrelang unumstritten die Nummer 1 in Bayern. Sie gehört zu den ganz großen Nachwuchshoffnungen, spielt noch Jugend, Sabine Winter,
Nationalspielerin im Schüler- und Jugendkader. Erster Satzball gegen Angelina Götz abgewehrt. Nur noch 8:10. Das war's. 11:8 für Sabine Winter. Soraya Dombey Desiree Tchaikovsky. Alexandra Urban gegen Tatjana Beer. Ruben Filus und die Rückhandhacke. Sehr schön zu sehen, wie er dreht. Wie er einmal mit Rot spielt und einmal mit Schwarz. Applaus
Tippen wir mal auf Karl-Heinz Hilbert. Obwohl der dritte Satz recht knapp verläuft, sieht doch alles nach einem 3:0 für Sabine Winter aus gegen Angelina Götz, oder? Oder kann Angelina da noch was drehen? 9:9. Und ein geschickter Aufschlag, schön kurz. Viel Erfahrung, auch als Coach, der Vize-Weltmeister bei den Senioren in Bremen 2006, Jaroslav Kunz. Aydin gegen Rubach. Alexander Möst vom TSV Hüttelstein. Christoph Waldemode gegen Björn Baum.
tun. Ruben Filus. Das sich eben ein bisschen warm gemacht hat mit Steffen Mengel für dieses Match gegen Hagner. Die Körpersprache zeigt es, er hat ihn sicher im Griff. Und so wie es aussieht, muss Herr Hampel heute auch eine Menge Verlierer coachen. Björn Baum ungefährdet auf dem Weg zum 13-0. Steffen Mengel auch hier, offensichtlich mit Problemen. Satzball gegen ihn. Freunde aus Würzburger Zeiten, Benjamin Rösner und Stefan Kachel. Zwei Punkte fehlen. Ruben Filus noch zum 13. Match gewinnt.
gerade so weit. Die schauen auch gut aus.